Guten Tag, da bin ich nochmal heute. Ihr wisst ja, dass es mir grundsätzlich um Bildung geht. Bildung ganz einfach deswegen, damit es endlich wieder vorwärts geht. Dr. Volkmar Weiß hatte interessante Gedanken, hat er mir zu geschickt. Und ich bitte um reichliche Diskussion, allerdings zum Thema. Dr. Weiß hatte zum Beispiel die IQ-Falle geschrieben und die Intelligenz und ihre Feinde. Ich werde dann zum Schluss oder hier und auch in der Videobeschreibung das nochmal verlinken. Und zwar diesen Artikel, den lese ich euch nicht komplett vor, sondern ein paar Kerngedanken. Und diesen PDF-Artikel, den werde ich auch unten verlinken, den kann man sich dann entsprechend downloaden und eventuell dann auch weitergeben, weil es sind wirklich interessante Gedanken da drin. Schauen wir uns die mal an. Dr. Weiß hat es genannt für ein Elterngeld Zukunft. Es hat mal ein Professor Christian Seiler mal im Familienausschuss gesagt, denn um die Vorteile des Elterngeldes zu optimieren, müssten junge Erwachsene ihre Familiengründung möglichst auf einen späteren Zeitpunkt mit dann höherem Einkommen verschieben. Ja, das haben wir jetzt auch. Wir haben sehr viele relativ alte Eltern, so ab 30 und aufwärts geht es erst los und die entsprechende Erziehung, das sehen wir ja dann auch, die ist dann eben doch ein bisschen anders. Dr. Weiß schreibt dann zum Beispiel auch, als ich 2000 in meinem Buch Die IQ-Falle, Intelligenz, Sozialstruktur und Politik in dem Abschnitt Studenten mit Kindern sollten eine Selbstverständlichkeit sein, auf die in diesem Punkte außerordentlich erfolgreich gewesene Familienpolitik der DDR 1972 bis 1989 hinwies, konnte ich es mir kaum vorstellen, die Bundesrepublik Deutschland könne so etwas wie ein Elterngeld jemals zustande bringen. So erstrebenswert es mir schien und ich alle guten Gründe, die dafür sprachen, auch anführte. Weitere Kernsätze. Er geht dann auch auf Statistiken ein, da ist er nur wirklich der Fuchs schlechthin, was das angeht. In den erwähnten Büchern gibt es allerdings auch, was heißt allerdings, das sind erschreckende Erkenntnisse, die Dr. Weiß da machte. Und naja, gut, könnt ihr selber gucken, ist nicht das Problem. Auch in dem Buch Intelligenz und ihre Feinde. Also ich habe beide gelesen. Puh, erschreckende Erkenntnisse. Na gut. Er schreibt weiter, an einem zu einfältigen Nachwuchs ist die DDR nicht zugrunde gegangen. Und er sagt auch, in einer jeden Generation sind die Mehrzahl der Hochbegabten nicht Kinder von Akademikern, sondern Aufsteiger aus der Mittelschicht. Und das sollte uns wirklich Mut machen, echten Mut machen, dazu uns Gedanken zu machen. Aus solchen Ehen entstammt die Mehrzahl der Begabten und Hochbegabten. Ja, und die brauchen wir in jeder Volkswirtschaft, ne? Damit es wieder aufwärts geht. Alle bildungssoziologischen Forschungen ergeben, dass intelligente Eltern auch wieder Kinder haben, die überdurchschnittlich intelligent sind. Ja, das schon. Aber eben nochmal, aus solchen Ehen, also nochmal, in einer jeden Generation sind die Mehrzahl der Hochbegabten nicht Kinder von Akademikern, sondern Aufsteiger aus der Mittelschicht. Und diese beiden Gedanken, die haben mich doch auch sehr angeregt, nochmal schnell dieses Video auch zu machen. Sehr interessant. Also, wie gesagt, ich verlinke euch das. Auch eine Kernaussage: Wenn junge, intelligente Frauen, Abiturienten, Studentinnen Kinder in die Welt setzen wollen und gern sollen, dann müssen sie monatlich den Betrag ausgezahlt bekommen, den sie nach Abschluss ihrer Ausbildung als Berufstätige im Alter von 35 oder 40 Jahren bekämen. Ja, das würde natürlich die ganze Sache wieder vorwärts bringen. Er geht dann auch auf das Thema ein, wer soll das bezahlen? Dadurch die zeitliche Vorverlagerung der Geburten, die späteren relativ hohen Zahlungen eher weniger werden als mehr, dürfte die Gesamtsumme nicht so viel höher werden als derzeit. Ne? Also ob ich das jetzt ausgebe oder dann später ausgebe und dann sogar meistens mehr, das ist eigentlich logisch, dass das dann nicht viel mehr kostet. Aber es bringt uns viel schneller und viel mehr wieder klügere Kinder. Gibt es eine bessere Investition in die Zukunft als die Geburt und das Heranwachsen bildungsfähiger Kinder? Sagt Dr. Weiß oder fragt Dr. Weiß. Rhetorisch, ne? Er verweist aber auch auf Folgendes. Das darf nicht mit Lobbyarbeit und so weiter
im Zusammenhang stehen, denn dann funktioniert es nicht. Also jetzt die letzten Kernaussagen und die sind wichtig. Wenn eine Partei allein, die sich vielleicht gegenwärtig in der Opposition befindet, das Elterngeld Zukunft in ihr Programm aufnehmen würde, dann wäre das eher kontraproduktiv. Wenn ein Elterngeld Zukunft Gesetz werden soll, dann darf sich die Anregung dafür nicht mit einem Namen verbinden. Das ist wichtig. Denn ihr wisst ja, eine Partei in der Opposition, die kriegt dann meistens solchen starken Gegenwind, dass dann alles so verdammt wird. Und jetzt schreibt er, wer den Vorschlag gut findet, der möge bitte diesen Text weitertragen, auch anonym und dementsprechend in Einzelheiten verändert. Nur dann, wenn kein Unterstützer sich damit profilieren will, kann es etwas werden. Volkmar Weiß. Geschrieben am 15. Oktober 2020 in Leipzig. Ich finde, diese Gedanken, die sollten wir mitnehmen, weitertragen, denn auch das ist ein Baustein, damit es wieder vorwärts geht in unserem schönen Deutschland. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, macht was, aber macht's gut, ne? Bis später. Ach so, ja, die üblichen Links, die kommen jetzt noch. Also bis denn. Tschüss.